Sorry Sam, ik ga nog weer een quiz vragen voor ons. We zijn daar in Wien. Ik speel de best friend met. Waar ben ik? Drie maal te verraten. Hallo zusammen, ich bin Aaron. Ich spiele den Marco bei Best Friends. Und wisst ihr was? Ich zeige euch mal die Stadt, wo ich wohne, von oben. So, willkommen bei mir daheim. Da ist mein Bett. Ich habe mir das selber zusammengebastelt. Mein Küche, hinten dran habe ich Küche und zwei Steckdosen. Alles, was ich brauche. Ich habe die beste Aussicht in ganz Wien. Nein, natürlich wohne ich da nicht. Wir sind hier im Wiener Riesenrad. Das ist die Attraktion schlechthin in Wien. Das ist eines der ältesten Riesenräder der Welt. Also wir sind jetzt hier über dem Prater. Das ist der grosse Vergnügungspark von Wien. Die zentrale Stadt sieht man da. Man sieht den Stephansdom in der Mitte. Das Wahrzeichen schlechthin. Jetzt gehen wir wieder da. Danke sehr. Wow. Ey, der Wien-Widerstand, wird dir das sagen? Das geht gerade weg da. Ich kann das fast nicht heben. Ich weiß nicht, ob ich Zuckerwatte ist oder sie gerade nicht. Das ist mein Kollege, der Zuckerwatte-Mensch. Wir sind hier beim Johann Strauss, der Statue. Ein Wahrzeichen von Wien, von einem grossen klassischen Komponist. Wien ist ja die Stadt von der klassischen Musik. Und das passt irgendwie zu mir, weil ich stehe selber sehr auf klassische Musik. Ich bin ein grosser Fan davon. So, da hinten haben wir gerade die Hofburg. Da hat früher nur ein einziger Mensch gewohnt. Jetzt ist die grösste Bibliothek vom Land. Ich gehe dort immer lesen, aber ist es auch egal, weil wir wollen zu mir heim, wir wollen kochen, ich habe Hunger. Also bis nachher. So, willkommen im Schuhparadies. Da wohne ich mit vier Frauen zusammen. Ich bin der glücklichste Mann auf der Welt. Alles Wienerinnen und Mitbewohnerinnen. So, das ist mein winziges Zimmer. In der Mitte mein Bett, wo gleichzeitig ein Sofa ist. Ich laufe jetzt auch drüber, das ist bei mir normal. Und da ist mein Arbeitsplatz, da arbeite ich, da bin ich die grösste Zeit vom Tag. Voilà. Also momentan arbeite ich gerade an meinem Drehbuch. Ich schreibe, damit ich das nachher als Kurzfilm inszenieren kann, einen Kurzfilm ausmachen kann. Das wäre dann der dritte Kurzfilm, den ich selber gemacht habe. Ja, dauert noch ein bisschen. Ich bin noch ein bisschen unsicher in den Dialogen und so. Ich muss jetzt schon schreiben und es fällt mir gerade nicht ein. Also ich habe gerade so viel gegessen wie noch nie in meinem Leben davor. Jetzt gehe ich aber noch für ein Dessert, weil ein Dessert hat immer noch Platz in meinem Lieblingscafé. Schauen wir noch schnell mit. Ich sitze jetzt in meinem Lieblingscafé, esse meine Sachertorte, trinke meinen kleinen, schönen, schwarzen Kaffee, lese meine schöne Zeitung und ziehe mich zurück. Schön, dass ihr da seid. Nochmal. Ciao zusammen. Macht's gut.